Freunde, herzlich willkommen. Ich hoffe, mich sieht man einigermaßen. Wenn nicht, dann ist es nochmal so. Ja, Freunde, das ist, wie man sehen kann, mein Zimmer. Was soll ich dazu sagen? Mein Bereich, wo ich am Zocken bin, hier hinter euch, was ihr jetzt nicht seht, ist mein Bildschirm, wo ich am Zocken bin. Meine Playsee zeige ich euch gleich, keine Angst. Alles ein kleiner Roundtour dabei. Das ist heute so ein kleines Informationsvideo. Zum ersten Mal war ich bei meinem ersten Vlog. Meine erste Kamera ist nichts Besonderes. Lasse ich euch verlinken in der Videobeschreibung unten. Hier kommen wir gleich zu meinem PC-Bereich. Kommen neue Lieferungen auf jeden Fall für streammäßig und mal Let's Plays. Kennt ihr ja von mir. Ich hoffe, man sieht mich einigermaßen okay hier. Ja. Was soll ich sagen, Freunde? Ich wollte mal ein Gelegenheitsvideo machen. Und weil ich jetzt die Möglichkeit habe, einen Vlog zu machen, Freunde, denke ich mir, komm. Seht ihr mich persönlich mal? Viele haben gesagt, wer bin ich? Was mache ich? Ja. Ich bin viel am Arbeiten, Freunde. Ich kann euch mal meine anderen Geschichten erzählen, aber das wird erstmal noch nicht der Fall sein. Da kommen wir erstmal ein bisschen später zu. Im Moment ist es ja so, ich bin Fußgänger. Ich bin Fußgänger, Freunde. Und dazu muss ich sagen, ich hatte einen Unfall, das war, ich glaube, letzte Woche, ich weiß es gar nicht, vorletzte Woche. Auf jeden Fall am Freitag, am Wochenende. Ich kam von der Werkstatt, weil ich musste Service machen lassen. Dachte ich, okay, danach fahre ich weg. 5 Minuten später, Kreuzung links abgebogen, Vorfahrtstraße L333, so und so. Auf jeden Fall, war frei. Einer hat mich rausgesagt, komm, fahr. Okay. Bin ich gefahren, bin noch nicht mal angefahren, Freunde. Gerade mal 10 km/h drauf gehabt. Gerade mal anfahren wollte ich. Dann kam von vorne ein Auto. Meine Frontstoßstange komplett am Arsch, dahinter Innenraum, also hinter der Frontstoßstange, Scheibenwischanlage, linke Seite von der Fahrerseite aus gesehen, also gegenübergesetzt. Ja. Schaden 4.500 Euro. Ich habe Vollkasko. Von daher geht es am 18. Oktober ist es wieder fertig, das Auto, dann kann ich endlich wieder Auto fahren. Aber damit mein Auto, weil ich Saisonauto habe, ich fahre ein R32, das bekommt ihr alles zu sehen. Aber alles mit der Zeit, da muss erstmal repariert werden, dann kommt die Winterzeit, 1. November kommt mein Winterauto. Was ich nicht so gerne habe, weil Sommer, ihr kennt das alles, ist einfach geil. Auf jeden Fall, ja, hier bin ich, hier erkläre ich euch was. Ich bin Bodybuilder, ich bin das sehr ernst und bin schon sehr lange am Trainieren. Viele haben mich schon gefragt, Alex, kannst du mir Tipps geben, kannst du Personal Trainer werden, weil du machst das echt gut und so, aber nein, Freunde, ich muss mein Geld anders verdienen. Und ja, was will ich euch sagen? Ich bin Zocker seit meinem 11. Lebensjahr. Ich habe eine scheiß Kindheit hinter mir. Ich muss ehrlich sagen, ich kenne die Leute da draußen, die ja, Probleme haben mit ernährungsmäßig zu dünn. Ich war damals auch dünn. Ich war 50 Kilo. 1,80 Meter, 1,85 Meter, 50 Kilo. Heute bin ich 1,97 Meter ungefähr. Bin 82 Kilo Muskelmasse. Also ich muss sagen, ich bin gut in Form. Ich will jetzt nicht posen oder angeben oder so. Bitte nicht zu persönlich nehmen. Ja. Aber Fitnessvideos kommen auf jeden Fall auch noch. Aber das ist alles mit der Zeit, Freunde. Alles mit der Zeit. Auf jeden Fall. Heute ist ein schöner Tag, Sonntag. Ich mache von Sonntag auf. Und ja. Bin nebenbei ein Video am Schneiden vom Let's Play von Spider-Man. Ich mache mal 4 Projekte. Das seht ihr gleich alles. Ein paar Spiele habe ich hier noch liegen. Und ein paar sind noch gar nicht ausgepackt. Beziehungsweise ein Spiel. Das ist Shadow of the Tomb Raider. Das neue habe ich noch gar nicht gezockt. Kam ich noch nicht zu weit. So viel an Projekten am Laufen sind und so. Und ja. Fazit ist, ich bin als kleiner Junge aufgewachsen und ich habe von gar nichts bekommen. Meine Mutter und mein Vater haben mich eingesperrt. Ich hatte als Kind Neurodermitis, das ist heute weg. Ich arbeite zwar in Chemikalien, das habe ich ein bisschen Hauptprobleme wegen der Chemikalien-Scheiße, haben viele bei uns. Aber es ist mittlerweile besser geworden und ich fühle mich schon ein bisschen besser. Ich muss sagen, ich bin von zu Hause ausgezogen, ich habe mir ein komplett neues Leben aufgebaut und ja, das Kindheitleben war bei mir total scheiße. Ich weiß, wie das ist. Ich kann es euch sagen. Und ich muss sagen, meine Kindheit war mies. Ich hatte kein Bett, ich musste auf Matratzen schlafen. Ich war nur zu Hause, meine Mutter hat mich fertig gemacht. Ich musste mich einsperren, hat von meiner Mutter mich eingeschlossen. Die ist ausgerastet. Ich kann euch ganz andere Geschichten erzählen, Freunde, aber das ist so ein späteres Video. Ich weiß ja nicht, wie lange wir jetzt aufnehmen. Was kann ich euch noch sagen? Ja. Ich werde in Zukunft Vlogs machen. Mein erster Vlog. Wenn es euch natürlich gefallen hat, gebt dem Video ein Daumenchen nach oben.
mein erstes durch, was ich im Vlog zeige. Ja, Freunde, ansonsten sehen wir uns wieder im neuen Vlog. Relativ kurz und knapp und mal so alltagmäßig erzählt, was Sache ist. Und ja, heute, was ich heute vorhabe, ich zeige euch danach noch einen kleinen Übergang von meinem Zimmer. Wie es nicht perfekt aufkommt, also bitte nicht verurteilen, Freunde, ne? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie die Qualität von der Kamera ist. Ich hoffe mal einigermaßen okay. Ich zeige euch ein bisschen so, was ich alles so habe. Ich bin so ein bisschen Sekt-Plus-Fan, beziehungsweise Produkt-Sekt-Plus, muss ich sagen, ohne jetzt Werbesponsoren oder sowas anzusprechen, ohne jetzt hier ein Werbevideo zu machen. Sekt-Plus ist einfach mir das Beste. Ich habe jetzt Neostats ausprobiert, auch ganz geil, aber mein Aufbau für Muskelmasse, beziehungsweise auf Massephase, richtig Muskel aufzubauen, brauche ich von Sekt-Plus. Wie zum Beispiel Ray Connect Professionell als Schokogeschmack habe ich jetzt. Hier drüben habe ich Bullgainer, 7 Kilo stehen vor euch, wo ich gerade Kamera stehen habe. Sekt-Plus, A-Familie, Maltodextrin. Da hinten habe ich auch noch ein paar Sachen wie Kickdown, Leucin nach dem Training oder AKG, 4 Tabletten vor dem Training. Glutamin, BCAAs, habe ich schon gesagt. Und noch ein paar andere Produkte, wie zum Beispiel Atro für Gelenke, weil man muss immer auf gelenkemäßig immer gut drauf sein. Und hier ein bisschen Koffeintabletten. Ansonsten, ja, ein Hardcore-Booster, aber bitte nicht sagen. Hardcore-Booster nur ab und zu, ein, zweimal in der Woche. Momentan sehr selten, aber ja. Jetzt würde ich sagen, let's go. Wir gehen erstmal ein bisschen übergangsmäßig in meinen Zimmerbereich rum. Dann zeige ich euch erstmal mein Gaming-Bereich bzw. mein Zockerzimmer, wo ich mich wohlfühle, mit euch immer am Zocken bin, am Stream bin, am Let's Plays aufzunehmen. Und nebenbei, ich hoffe mal, die Musik ist nicht. Oh Gott, Musik, Leute. Ich hoffe, ich muss das nicht rausschneiden. Ich bin ein bisschen lauter wie Musik. Aber jetzt erstmal übergangsmäßig gehen wir zu meinem Gaming-Bereich. In diesem Sinne, bis gleich. Wir sehen uns jetzt im Video. So, Freunde. Hier sind wir. Hier zum Beispiel. Und das ist jetzt gerade, man sieht es nicht so, wie es sein sollte, aber ist halt nicht perfekt, die Kamera. Ne? Ich habe gerade am Video am Rendern. Hier ist mein Rode. Da kommt noch ein anderes. Also momentan ist das Mischpult. Ja, das kommt weg auf jeden Fall. Hier ist mein Handy. Mein Astro. Meine PS4 Controller. Ich habe eben Kaffee getrunken. Hier ist übrigens, das ist mein Stuhl, wo ich mal hocke. Ja. Hier haben wir meine Produkte. Ray Connect, wie ich schon gesagt habe, Instant Hafermehl, Maltodextrin und hier haben wir den Bullgainer. Hier habe ich so ein paar Nebenprodukte. Hier ist übrigens die Kamera, die ich besitze. Ja, hier ist zum Beispiel ja, mein Sekt Plus Produkt, Koffein und Hausprodukte und so weiter und so fort. Hier ist mein Fernseher, wo ich drauf zocke, meine PS4. Aufkleber von Sekt Plus. Ja, ansonsten meine Box dahinter und mein PC habe ich euch gar nicht gezeigt. Ja, es ist einfach ein ganz normaler alter PC. Was soll ich dazu sagen, Freunde? Ja, hier sind meine Box und hier sind mal andere Sekt Plus Produkte. Die kennt man vielleicht, ich weiß nicht. Hier sind meine Spiele. Das hier ist noch gar nicht ausgepackt worden. Das ist Shadow of the Tomb Raider. Und ja. Ja, ein paar Produkte bzw. Spiele. Far Cry darunter. Hier haben wir, das sieht man jetzt nicht, Vampire, Call of Duty Black Ops 3, Mafia. Und ja. Ansonsten habe ich euch nicht viel zu sagen. Freunde, ich würde sagen. Das war's erstmal mit dem Video. Danke, wer bis hierhin geschaut hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Im nächsten Audio-Video, also Let's Play, im Auto oder wo auch immer, Freunde. In diesem Sinne, haut rein und bleibt anständig. Wir sehen uns. Und gebt den Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, Leute. Haut rein, peace out.